hier. Slower. Was ist hier los? Hans Verdun. Witcher! John Vernon, remember? He saved me from the drowners. It was Coppolis then. Now, why? My purse is bursting. Mm-hmm. With coin that belonged to the refugees. Vengeance tastes sweet. I thought you'd come for your reward. I'll gladly pay, mind you. You saved my life, no two ways about it. Hmm. But if you're looking for a bruising, well, you'll find it. Ich hätte dich da am Ufer lassen sollen. Should have left you there, tied up, right at the water's edge. Well, you can't turn back time. But I'm willing to see to it your conscience don't torment you long. Get him! Ich hätte jetzt natürlich, Was? Oh, er hat ordentlich Schaden gemacht. So. Tja. So viel zu der Quest. Ich hätte auch das Geld nehmen können. Aber ich finde es nicht gut, dass er die Flüchtlinge hier ausgeraubt hat. Das ist mein Job. Ja, sieht man ja. Da. Brief von Toben. Liebe Mutter, bisher ist alles gut gegangen. Ich habe noch einen langen Weg zur Stadt vor mir. Aber sobald ich dort angekommen bin, schicke ich diesen Brief ab und fange einen neuen Brief an. Ich vermisse dich und Vater sehr. Ich bin mit dem Geld, das du mir gegeben hast, sehr sorgsam. Ich habe bisher kaum etwas ausgegeben. Sobald ich eine Arbeit gefunden haben werde, werde ich jede Woche einen Beitrag beiseite legen und dir meine Sparnisse regelmäßig zuschicken. Sag Yolanda, dass ich sie sehr, sehr liebe und bald holen lasse, damit sie meine Frau wird. Natürlich, ich sprach mit einem Timeria und er sagte mir, dass es in der Stadt mehr Kaufleute als Ameisen in den Wäldern gibt und dass Schreiber immer gebraucht werden. Ich denke, er hat die Wahrheit gesagt. Dein Toben. PS, Kraul Fido, bitte den Bauch vor mir, ja. Irgendeiner von denen, die hier wohl getötet worden sind, wollte halt zur Stadt. Okay. Muss ich halt nur wieder mich entmüllen. So, das ist gut. Was ist hier? Und da unten ist auch noch was. Erstes am Wasser? Erstes am Wasser von hier aus gesehen. Oh man. Drunter zu kommen ist gar nicht so einfach, sehe ich gerade. Kann ich irgendwie runtergehen? Massig ertrunken, ne? Die vermutlich einen Schatz bewachen. Ich meine, ich überlaste gerade. Das ist das Problem. So, weiß ich gar nicht, warum ich da jetzt hinjuckel. Ist aber ein versteckter Schatz. Wie ich schon dachte. Und hier ist nicht gerade wenig los an Gegnern. Nö, überhaupt nicht wenig. Okay. Das war der erste. War der zweite. Versuch die ja so alle Stück für Stück rankommen zu lassen. Verdammt.
Was? Wann habe ich denn auf die Stahlwaffe gewechselt? Ich wundere mich schon, warum ich keinen Schaden mache gerade. Ging die. So. Das waren sie alle. Nicht gerade wenige. Alle, aber alle bekommen. Wunderbar. Jetzt kann ich auch den Schatz hier nehmen. Hier gibt es einige Truhen, wenn ich das so sehe. 3 Stück insgesamt. Die ich mir unbedingt holen muss. Warum komme ich da nicht ran? Ah. Okay. Brief, Kefanische Starkbion, Meister Wysimas. Hol dir die Waren aus der üblichen Kiste. Wenn du sie rechtzeitig zum ausgemachten Ort bringst, kriegst du die volle vereinbarte Summe. Wenn du dich um höchstens eine Woche verspätest, kriegst du die Hälfte. Wenn du noch später kommst, bist du des Todes. Hugo, Pierre ist keine Zeugen. Wenn dich mir bemerkt, erst töten, dann Fragen stellen. Okay. 4 Kisten sind das sogar. Ha. Okay. Verdammte Scheiße. 4 Kisten, wenn ich die leer geräumt habe, dann, überlegener tanzender Stern. Da bin ich vermutlich doch sehr überlastet. Ich hab genau gesehen, dass hier eine Kiste ist. Da unten. Faser und Windstaub. Gut, die Stiefel kann ich zur Not wegpacken. Erstmal hoch. Da vorne ist noch eine Kiste, habe ich gesehen, da. Und da hinten ist die letzte. Lederstück, Lederbänder, überlegenes Gift der Henken und nochmal Stiefel. Ich kann die einen Stiefel wegschmeißen. Die Kavalleriestiefel. Die hier. Obwohl, das ist eine leichte Rüstung. Der Rest aber auch. Und die sind mehr wert als die Waffen, die ich habe. Das heißt, ich schmeiß lieber eine Waffe weg. Ja, sowas hier. Ja. Sidarische Kavallerierüstung, die 10 wiegt. Ja, viel wert, aber vermutlich kann ich sie nicht wegbringen. Ne, ist gar nicht so viel wert. Also weg mit dir. Also schon was wert, aber nicht so viel wie mein anderer Kram. Wieder rüber. Wasserflasche drin. Ah, Geralt. So. Muss ich hier irgendwie hoch? Und hier ist irgendwo noch ein Fragezeichen gewesen. Nicht weit weg. Banditenlager. Ah, wird schon angezeigt. Hä? Wo sind die Banditen? Verdammt. Hier ist so viel Zeug. Wie edel der Schützengarnbesson wert ist. Vielleicht muss ich erst. Oh. Verbessertes Ogridenöl. Ogruidenöl. So. Komisch, hier sind keine Banditen. Wurden die schon irgendwie von jemandem anders ausgeschaltet? Auf jeden Fall ein totes Pferd. So. Komm her, Hyhot. Wir müssen nach. Na komm. Lass mich aufsitzen, Plätze. So. Wir müssen in die Stadt reisen. Ist der was wert oder kann ich den wegschmeißen? Er ist was wert für das Gewicht. Weltkarte.
Okay. Hier irgendwo hin. Ich weiß, hier gab es auf jeden Fall Sachen. Sowas wie Schmieden. Schmiedeleute. Luciens Windmühle. War ich hier schon mal? Sieht nicht so aus. Hafentor. Wonderful. Careful, you scamp. This is no regret. Not your backyard village. Hallo. Ah. Junge Dame. Run, Roach. Hier gibt's Quests. I must go to the well. Sure. The poison in our town. Ich suche aber erstmal die Schmieden. Ich weiß, die waren hier irgendwo. Da ist eine Schmiede. Musst du gucken, wo der Eingang war. Ich glaube, hier vorne war der Eingang. Hattori ist hier. Ich glaube, der war für eine Quest, war der, glaube ich. What do you have on offer? Redanian dumplings, speciality of the house, heartily recommended. Blimey. A vat gun in my establishment? It can't be. How do you know I'm a witcher? You joking? Silver blades, who else uses them? Crafted in Mahakam, am I right? Must be about 40 inches long? An elven sword expert. You must be Ibir Hattori. Ah, indeed. I am. Geralt of Rivia. Heard a lot of good things about you. A pleasure, Geralt. How might I help you? Care to try a dumpling? Nein. Gerne, lass mich mal einen probieren. Mal probieren. Mmm. Tasty. Glad to hear it. Anything else I can do for you? Ja, ich möchte, dass du mir Schwerter schmiedst. Looking for a good swordsmith. No one. Three swords on your back. A bit much, don't you think? Good one. But all jests aside, you make swords anymore? Really? It's dumplings now. I must make a living. But I miss the hammer, anvil and bellows. Oh, the heat of the forge. Were it not for that swiving Van Horn. Don't know what you're talking about. I shan't greet a witcher with dumplings. Come, let me show you something. Oh nein, ich will keine Quest machen. Ich dachte du... Oh, Glück gehabt. Die erzählt mir nur was. Quite a collection. Premium quality, too. Thank you. I've kept these as mementos. Sieht sauber aus. Damn shame you don't make them anymore. I'd gladly replace what I have with this kind of steel. Someone with your skills? Why the hell are you needing dough? This might surprise you. The pay is better. But above all, it's much safer. Food vendors rarely disappear or end up as cripples. I see. Someone controlling Novigrad's smithing market? Not officially, though all supplies go through Ernst Van Horn. And they say he plays cards with Cleaver. Frequently. Ernst Van Horn? Ernst Van Horn. Who's that? Modest beginnings. A small dockside workshop. However, he proved extremely ambitious. He knew he could not compete with other sword makers on skill alone, so he resorted to other methods. Other methods? A bit of slander here. Buying business debt cheaply and taking over there. And whenever the competition was a plowing non-human, he'd accuse them of being Havokars. Is that how he did you in? I did not give up without a fight. I went to town hall, negotiated.
Alas, it was all in vain. He'd already enlisted Cleaver's protection. And in Novigrad, few dare get in Cleaver's way. Wer ist Cleaver? Tried negotiating? Making a deal? With Van Horn? Do you jest? He's a proper heartless bastard. Either play by his rules and pay him, or go out of business. I see. But I shan't complain. Dumplings have proven an excellent source of income. It's just... well... You miss the heat of the forge. Tried getting supplies from someone else? Those rogues of the underworld control all the sources. How am I to talk to them? Unless... would you be willing to help me? Vielleicht. Want me to help you get you supplies? How? Just come with me to a meeting. As my bodyguard, it'll bolster my confidence. Truth be told, not so long ago, I tried negotiating some iron deliveries with one of the King of Beggars' men. Take it he's important in the underworld, too. Yes. What's more, he's on piss-poor terms with Cleaver, who backs Van Horn. It's just... he demanded an inordinately large share of the profits. I thought you might help me negotiate. I don't mean gratis. I'm certain we can agree on a fee. Okay. Could I choose something from your collection? Oh, forget this rubbish. I shall forge you a sword fit for killing gods. I don't know. Criminal underworld. Not really sure I want to meddle with them. I badly need your help. Van Horn is a Van Horsen. He must be taught a lesson. I'd be eternally grateful. Plate armor, yours. Or perhaps you'd like a catapult or a trebuchet. Gut, vor allem, wenn wir ihn treffen. Fine. Arrange the meeting. Splendid. Meet me after dark, near the crane at the docks. Okay. Jetzt nicht. Das ist keine Quest, die wir jetzt machen wollen. Ich suche eigentlich immer noch einen Schmied, wo ich mein Zeug verkaufen kann. Plötzlich komm mal her. Ich bin leider sehr, sehr langsam. Weltkarte. Hier waren irgendwo eigentlich Schmieden, da bin ich mir ganz sicher. Laufe ich? Nein, ich laufe nicht gut. Was? Hier ist ein Gegner. Ein Bandit ist hier. Warum sind da Banditen? Hört auf, alle zu schreien. So. Bin mir ziemlich sicher, dass es hier irgendwo einen Schmied in der Nähe gab. God fucking damn it. No loitering round here. Duty calls. Hier war der komische Zwerg, hier haben die komischen Leute verbrannt. Da hinten war eine Taverne. Hä? Come on. Slower. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn ich hier hochgehe, ich zu einem komme. Nämlich dem, gegen den ich mal Gwent gespielt habe und dann verloren habe. Das war der hier. Welcome back. Das war der. Interested in some of Erima. Zeig mir, was du hast. Show me what you. Ich hab noch mehr von ihnen. Alter Wein aus Toussaint, nehme ich mal. Das habe ich schon. Das ist so viel Monies. Ich hoffe, dass die Preise hier in Ordnung sind. Und geht. Ein Viertel.
Preise sind okay. Hauptsache, ich werde die Sachen los. So. Muss man unbedingt zum Lager. Ich kann ihm hier noch ca. 5 oder so vom Gewicht freiräumen, wenn ich die Bolzen wegpacke. Und ich spiele nochmal eine Runde Karten. Ich habe gegen ihn noch nicht gewonnen. To matters less controversial. Puh, mal sehen. Okay, wir haben zwei ganz gute Karten. Ich brauche keine gute Wetterkarte. Und ich will auch keine strömende Regenkarte haben. Uah. Kein Card War bekommen, obwohl ich zwei Card War Karten habe. Hm. Mal sehen. Ich spiele mal die hier. Junge Gelehrter. Spiel mal die hier. Interessante Sache, spielt ein Horn. Spiel mal Vesemir. Drachenjäger. Ich führe um einen Punkt. Wow, ein schwerer Feuerskorpion. Okay, dann spiele ich einfach das hier gegen. Lito Fungoleta, hä? Gut. Das ist absolut fucking nicht fair. Okay, ich passe. Er hat noch drei Karten. Mein Gegner hat gepasst. Das ist ja schick. Dann mache ich folgendes. Spiel den. Hol mir damit zwei Karten. Ich hoffe, dass die beiden Karten gut sind. Sind okay-ish. Und passe. Die Runde. Kommen wir jetzt nochmal eine Karte. Was ziemlich nice ist, womit ich zwei Karten überhand habe. Mal sehen, was jetzt kommt. Ein Bogenschützen. Wen holt er sich? Den. Zwei Karten gezogen. Schieder. Oh, Menno. Kohlhorn. Plus irgendeine andere Karte, nochmal ein Feuerskorpion. Eieieiei. Okay. Spiel ich das? In die. In den. Horn des Kommandanten. Das ist bitter, das Horn des Kommandanten. Das kann ich nur hoffen. Muss ich passen und kann nur hoffen, dass er nicht an meine Punkte rankommt. Yes! Wir haben ihn besiegt.